Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen wieder zu unserem Pelzer Stammtisch. Die Schalima alias Schalze alias Altes Fahrrädel und ich haben uns wieder ein tolles Thema für euch überlegt. Und zwar geht es um das Thema Spiritualität. Ich glaube, das ist schon so ein zwiegespaltenes Thema, würde ich sagen. Ne? Die einen sagen, ja, ich bin total spirituell. Und die anderen sagen, oh Gott, bleib mir ja fern. Ich glaube an gar nicht so, also glaub gar nicht an sowas. Aber deswegen, es gibt ja verschiedene Themen, verschiedene Ansätze. Und deswegen dachten wir, wir diskutieren mal das Thema so mit euch. Aber ich kann ja gleich mal die Schalima fragen, was sie zum Thema Spiritualität oder was sie davon hält, ob sie spirituell ist oder eher nett oder eher ja oder wie sie das Ganze sieht, gell? Ja, also bei mir ist es so, ich glaube, ich nehme mir überall da was raus, was ich denke, was zu mir passt so ein bisschen. Also ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, ne? Also so ein bisschen à la Pippi Langstrumpf, ne? So ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ja, also ja, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also wirklich, das ist so, fangen wir mal mit einem an und sag mal, schmeiß mal was in den Raum. Ja. Dann kann ich da drauf agieren dann. Also gib mir mal einen Ball zu. Ja, also ich würde sagen, genau, ich glaube, das Schwere an dem Thema ist einfach, weil wo fängt Spiritualität an? Ich glaube, das ist schon das Problem an dem Ganzen, weil ich sag mal so, wenn mich jetzt einer fragt, bist du spirituell, dann denke ich, ach, was ist denn spirituell? Ja, also ich meine, ich sitze jetzt nicht auf dem Berg und meditiere oder so, ne? Ja. Aber das ist ja schon wieder die Frage, ist Meditation spirituell oder ist Meditation einfach eine Art und Weise, wie man selber zur Ruhe kommt oder wie man richtig atmet? Also man kann das ja schon drehen und wenden, sage ich mal, wie man will. Ich persönlich würde sagen, auf der Endeseite bin ich natürlich Betriebswirt, bin Zahlen, Daten, Fakten, Gestande im Leben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, nichtsdestotrotz denke ich, dass es trotzdem wichtig ist, dass man auf sein Gefühl hört, also auch auf sein Bauchgefühl. Da treffen zwei Welten schon wieder aufeinander, weil mein ehemaliger Chef würde jetzt sagen, was für ein Bauchgefühl. Bauchgefühl kann man nicht messen und keine Ahnung und es geht nicht und was weiß ich. Aber ich finde halt einfach, wenn man Entscheidungen trifft, und ich meine, in meinem Job musste ich ja aller Minute Entscheidungen treffen, ja, weil ganz ehrlich, wenn jetzt eine Bombendrohung ist, kann ich halt nicht noch lang Pro und Contra machen, dann muss ich reagieren, ja, zum Beispiel. Und ich finde, es ist einfach viel im Leben, aber auch Bauchgefühl. Und ich für meinen Teil habe natürlich auch schon gegen mein Bauchgefühl gehandelt, weil Zahlen, Daten, Fakten, ne, Betriebswirt, zahle und das sagt so und habe dann aber gemerkt, dass wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, es einfach besser gewesen wäre, weil ich finde, wir haben schon einen Urinstinkt und ich finde, man kann das auch schon irgendwo an der Steinzeit, sage ich mal, festmachen, weil die Leute damals konnten ja gar nicht Zahlen, Daten, Fakten oder kommunizieren, keine Ahnung, wie die kommuniziert haben. Ich meine, du lief ja auch alles über das Gefühl, hier ist gerade Gefahr, ich spüre Gefahr, ich muss jetzt weg oder sowas. Ne? Also deswegen denke ich schon, dass wir trotzdem auf unser Gefühl definitiv hören sollten. Und das ist für mich, hat es dann eigentlich mit Spiritualität auch gar nichts zu tun, sondern einfach mit einem gesunden Menschenverstand. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt wieder, andere Leute würden mich jetzt dafür verurteilen, würden sagen, ich glaube, du spinnst, was für ein Gefühl, ne? Also schwer zu greifen, ne? Ich weiß nicht, was ist denn für dich Spiritualität? Ja, bei mir fängt es dann an von Sternzeichen, über Steine, über Ausräuchern, über Geister, Karma. Also, ja, das stimmt. Ich sag ja, ich nehme mir da überall ein bisschen was raus. Aber jetzt zum Beispiel, was könnte man jetzt davon mal nehmen? Jetzt zum Beispiel Sternzeichen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, das hilft mir halt schon ganz viel. Mir persönlich. Und nicht, weil zum Beispiel das verstärkt, sage ich mal, noch so mein Bauchgefühl dann bei manchen Personen oder so das Innere. Es gibt ja sowas, also ich finde, ich sage auch persönlich, ist meine Meinung, wenn jemand sagt, der hat gute Menschenkenntnisse, dann müsste der eigentlich nach 2 Minuten schon so ein Gefühl haben, okay, passt oder passt nicht die Person zu mir. Das stimmt, Spätestens, weil das... Manchmal merkt man es auch schon, wie dich jemand anguckt, wie dir jemand die Hand gibt oder so. Das passt dann einfach schon nicht so.
Und das ist dann, da gehe ich dann zum Beispiel auch eher auf mein Bauchgefühl. Und meistens hat es, bis jetzt hat es mich eigentlich noch nie enttäuscht. Im Gegenteil, mein Kopf sagt dann immer so, nee, und komm, ne, also so personenbezogen, sage ich dann immer so, der Kopf macht dann immer so, nee, und stell nicht alle über eine Schiene, so, ne, so auf die Art, mein Gewissen redet mir dann ein, aber es, schlussendlich hat mich mein Bauchgefühl dann doch nie enttäuscht. Also ich finde, weil... denke ich, dann hätte ich es doch einfach gelost. Ja, ich denke schon. Ja, also das stimmt schon. Wobei bei Personen muss ich sagen, es ist schwer zu sagen. Also bei mir jetzt, weil ich finde, also wir Menschen handeln auch aufgrund von Erfahrung. Und ich finde, manche Menschen erinnern mich halt an andere Menschen. Und wenn ich mit solchen Menschen negative Erfahrungen habe und lerne, wie das so eine Person kenne, dann ist es für mich manchmal, bin ich dann schon so, dass ich Vorurteile habe. Ne, obwohl die Person gar nichts dafür kann. Ich kenne die Person nicht. Aber das für mich so negative Touch hat, weil die Person erinnert mich an jemanden und ich komme mit dem Schlag Mensch nicht. Oder ich habe, sagen wir mal so, ich habe schlechte Erfahrungen mit so einer Person gemacht. Ne? Ja. Also ich finde, da muss ich halt immer so ein bisschen differenzieren. Ist es jetzt gerade der? Also muss dann selber in mich reinhorchen, um was geht es jetzt hier? Warum habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl? Ist es, weil ich, wie gesagt, so eine Art Person schon kenne, ne? Und das irgendwie mich stört? Oder was stört mich jetzt an der Person? Aber andererseits, sage ich mal, ist es bei mir auch oft schon so gewesen, dass ich, also zum, ich sage jetzt mal im Berufsleben, ne, also privat ist ja wieder noch mal andere Sache, aber so, dass ich manchmal auf Menschen gestoßen bin und am Anfang gedacht habe, oh, geht gar nicht. Aber auch schon, wo ich gedacht habe, geht gar nicht, wusste, dass ich mich später mit der Person voll gut verstehen werde, weil in dem Moment geht gar nicht, das wahrscheinlich eher so war, weil wir ziemlich gleich waren. Weißt du, so, dass man so ein bisschen das Spiegel vorgehalten gekriegt hat und es dann später hinaus hat sich dann rausgestellt, okay, man hat sich doch gut verstanden. Aber ich muss sagen, letzten Endes wiederum war das für so eine gewisse Zeit. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass man dann, dass ich dann sage, das ist jetzt dann so draußen eine Freundschaft zum Beispiel entstanden, ne? Aber man hat eine Zeit lang gut zusammen gearbeitet oder gut zusammen funktioniert. Also so ja. Ist es bei mir schon auch. Also ich, ja, kommt drauf an, aber man sollte definitiv auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man schon ein schlechtes Gefühl gegenüber jemand hat, dann auf jeden Fall mal vorsichtig sein, nicht mit so offenen Armen, juhu, let's go, ja. Ich denke schon. Gerade auch was so Partnerschaft angeht, glaube ich, sollte man da auch viel auf sein Gefühl schon hören, ja. Aber du sagst Horoskop, Mensch, jetzt, du lest jetzt wirklich auch jeden Tag dein Horoskop, oder? Nee, also darauf gehe ich jetzt nicht. Also wenn es jetzt so wie bei der Schrotti da so ein Jahreshoroskop ist, so ein was Gutes, dann ja, aber jetzt so jede Woche oder wann es da als rauskommt oder so, das ist jetzt nett. Mir ist es nur, ich gucke mir immer die Eigenschaften von diesen Sternzeichen an. Das ist mir halt persönlich am wichtigsten, weil das andere ist ja auch dann so tagesabhängig. Und du kannst es ja sowieso nicht ganz deuten, weil... Man hat ja noch einen Aszendent und ein Mondsternzeichen und so. Und das musst du ja. Also kenne ich mich gar nicht aus. Wie ist denn das mit diesem Aszendent? Also beim Aszendent, das musst du ausrechnen. Also das kannst du in so einen Rechner eingeben. Da musst du das Geburtsdatum und die Uhrzeit, wann du geboren bist, eingeben. Okay. Und so wie die Sternbild dann ist, das war dann dein. Das ist dann. Dein Aszendent, genau. Und das ist aber auch das Sternzeichen, das aussagt, wie du dich verhältst. Okay, ich glaube, dass die Jasse mal zu mir gesagt hat, ich wäre Aszendent Löwe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie hat das mal gesagt. Also ich bin, mein Sternzeichen ist Löwe, mein Aszendent ist Löwe, ist schon ziemlich gefährlich bei mir. Nee, wenn man dann halt mal so das Bild von einem Löwen, Löwe-Frau, es gibt auch immer noch mal Unterschiede zwischen Mann und Frau. Mhm. Und auch noch mal dann recherchieren. Und zum Beispiel Löwe-Frau, also wenn ich dann das lese und die Eigenschaften und auch natürlich die schlechten Dinge und wenn ich dann aber halt ehrlich bin, ist es halt so. Also es kommt immer drauf an und die schlechten Dinge sind, sage ich mal, so ein bisschen situationsbedingt. Okay. So negative Eigenschaften wie, ich kann es jetzt nicht genau bei mir, ich weiß es jetzt nicht 100% auswendig, aber was weiß ich, ist vielleicht sehr nachtragend oder so, finde ich persönlich. Kommt immer auf die Situation drauf an und was es dann halt auch ist, wie wichtig mir das dann ist oder war in dem Moment. Deswegen kann ich, also es passt schon in gewisser Hinsicht, aber zum Beispiel gerade so Eigenschaften, wenn ich jetzt zum Beispiel deins eingebe, dann kommen dann so die Eigenschaften, dann kann ich das manchmal besser handeln mit den Personen.
Weil du siehst dann auch, sind sie perfekt, also das sagt dann so aus, so ein bisschen übergreifend, perfektionistisch, sind meistens in einer hohen Position oder irgendwie so. Und dann kannst du das ein bisschen besser handeln. Also ich persönlich für mich. Mhm. Also ich muss sagen, so dieses, ich weiß gar nicht, was sind das, dieses Horoskop ist hier kein deutsches Horoskop, sondern was ist für Horoskop? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja das chinesische Horoskop, zum Beispiel, vielleicht gibt es auch noch mehrere, ich kenne mich nicht aus, aber es gibt das chinesische und ich kenne halt das, ich sag mal, das westliche Horoskop, nenne ich es mal so. Ja. Also ich bin Stier und das stimmt schon, sage ich mal, dass ich bin ziemlich stur, ne? Und ich bin halt schon so, wenn ich was will, gehe ich mit dem Kopf durch die Wand. Das stimmt schon, ja. Und ich finde auch, so wie du sagst, so manche Eigenschaften von manchen Personen stimmen total, ne? Also zum Beispiel der Doma und meine Mutti sind Zwilling und ich habe auch so, also ne, wenn ich auch so in der Berufswelt auf so Zwillinge getroffen bin, finde ich, stimmt halt so extrem, dass die halt, ich würde nicht muss sagen, dass die zwei Gesichter haben, sondern die haben Stimmungslage, die gehen von voll gut gelaunt, ja, auf total tief betrübt, sauer, keine Ahnung, ja. Also das ist so das, was ich zum Beispiel bei Zwillinge wahrnehme, dass die halt immer so extrem, aber so extrem Stimmungsschwankungen, weißt du, so, keine Ahnung, so yeah, Party, juhu, und dann im nächsten Moment alles scheiße und schlagen alles zusammen, so auf die Art, ne. Also ich finde, es stimmt schon, so bestimmte Eigenschaften, die du gesagt hast, also ne, die man so an zu Horoskope sagt, die stimmen schon. Ja, zum Beispiel bei mir ist es auch zum Beispiel, Löwe steht gerne im Mittelpunkt, ist so, ja. Klar, jetzt wo ich vielleicht älter bin, erzwinge ich das nicht mehr so. Aber wenn mir jemand das anbietet, dass ich mich da präsentieren kann, wenn ich die Letzte, die Nein sagt, ne? Also das stimmt halt schon. Ich muss immer vor Leuten stehen. Ich will immer oder öfter das Alpha sein. Ich will den Ton angeben. Und wenn ich nett und selbst, und das ist wieder so dieses Negative, was dann aber auch dazu kommt. Und wenn ich das nett kriege, was ich will, dann versuche ich das jetzt nicht, wie gesagt, kommt immer auf die Situation nochmal an, entweder mit Würge und Breche da natürlich, ja, oder ich schlängel es dann so, dass ich es kriege. Ich kann es dann auch gut manipulieren, dass ich das kriege, was ich will. Ja. Und das ist ja auch wieder was Negatives, also je nachdem, wie man es betrachtet, ja. Ja. Oder, ja, aber gerade Löwe, ja. Also so, was ich am Löwe wahrnehme, ist, also generell so, ne, dass der Löwe so das Gefühl hat, er, oder so wie der Harrison eigentlich auch ist, so everybody's darling. Ja, also der Löwe an sich denkt, er ist überall beliebt und ne, er ist toll und was so auf die Art, ne? Also das ist so das, was mir so ein bisschen am Löwe auffällt, weil mein Patenkind ist ja auch Löwe, ne? Und ich finde, die ist auch so ein bisschen so, weißt du, so, die kann auch jetzt mit 3 schon so ihren Charme einsetzen, weißt du, so, wo sie dann so kriegt. Ja, genau, also und ich so, weiß ne? Zum Beispiel auch auf der Erde oder so, weißt du, wenn ich was ja, nicht kann oder so. Sie ist schon 3, nee, die ist erst 2. Die ist 2. Wird erst ja, gut. Wenn ich was nicht kann oder so, dann gehe ich durch hier und dann frage ich die Kollegen, könntest du mo und würdest du mo, weißt du, und dann so ein bisschen, Ja, doch, das stimmt schon. Also, ja, also ich habe das auch immer bei meinem Vater geschafft. Na, das glaube ich da. Immer, egal was ich wollte. Ich war immer der Mittelpunkt. Also ich denke, also ich persönlich bin so, ich lese auch nicht gern, ich lese das Horoskop nicht, ne? Was jetzt das Stierhoroskop für den Monat und dies und das. Ja, dass wenn die Schrotti das liest, so das Jahreshoroskop, das finde ich auch ganz interessant. Ich muss dazu sagen, aber zum Beispiel die Jasse, die hat, ich weiß nicht, ob sie es heute noch macht, aber ich weiß, dass die zeitlang extrem immer auf Horoskope geachtet hat. Und die hat auch so englische Frage gehabt, von der hat sie immer das Horoskop gelesen und hat sie auch immer mein Horoskop vorgelesen und so. Aber ich muss sagen, ich gehe gar nicht so nach dem westlichen Horoskop, aber ich glaube halt extrem ans chinesische Horoskop. Also ich lese auf jeden Fall immer zu Beginn des Jahres mein, also bin ich halt Schwein und da lese ich mein Horoskop. Und also was bei mir auffällig ist, ich verstehe mich extrem gut mit alle Personen, die Schwein sind. Ne, also so Schweine untereinander mögen sich ganz gerne, ne? Sind so gesellig halt untereinander. Und ich finde, dort stimmen auch schon, also wenn ich das Horoskop lese und am Ende des Jahres vergleiche, ist schon so, dass einige Sachen so passieren. Die Sache ist halt aber die, wie soll ich sagen, ich meine, andererseits glaube ich natürlich an das Thema Glaubenssätze, Affirmation. Und natürlich, wenn du so ein Horoskop vorgelesen kriegst und glaubst daran, dann gibst du ja auch Energie da rein. Und wenn du Energie da reingibst, ja, ist es ja auch normal, dass die Dinge, sag ich mal, so eintreffen.
Ne? Also ist jetzt halt die Frage, ist es halt so, weil das Horoskop das sagt, oder ist es so, weil man es halt, ne? Also es ist schwer, es ist halt nicht greifbar, Deswegen, das Thema. deswegen ne? lese ich diese Wochenhoroskope nicht, weil das Ja, ist für mich nicht so manipuliert, wichtig. ne? Ja. Ja, und ich mir geht es eher auch darum, wie sich Menschen halt auch verhalten. Das ist ja. die Eigenschaften vom Mensch. Das ist mir halt, finde ich halt total interessant. Ja. Und zu mir noch, warte, weil das Ding ist ja auch, weil zum Beispiel beim Löwe liest man halt auch zum Beispiel, dass der auch sehr engstirnig, aber auch so nach außen hart oder so ist. Ne? Das stimmt halt auch. Also viele denken, ich bin total tough oder so. Im ersten Moment vielleicht ja, aber das ist eigentlich gar nicht so. Weil zum Beispiel mein Mondsternzeichen, das ist nochmal... Was ist das? Mondsternzeichen, zum Beispiel, das ist so ein bisschen... Also bei mir ist es dann so, das zeigt meine sensible Ader zum Beispiel, weil ich habe im Mond Fische. Ich bin zum Beispiel auch ein ganz verträumter Mensch irgendwo. Also weißt du, ich bin schon so der Alpha und weiß, ich will das und ich will das und ich mache das. Aber irgendwo bin ich aber auch der Typ, der gerne mal so abdriftet und dann da in seiner künstlerischen Welt unterwegs ist. Oder zum Beispiel Fische im Mond ist auch immer, also sie ist verträumt und so. Und auch zum Beispiel bei mir, kann ich jetzt nur über mich sagen, weil ich da jetzt genau weiß, zum Beispiel sehr tierlieb und so. Und deswegen, also wie gesagt, auch mein Kater ist ja für mich wie ein ja. echtes Baby. Ja, das stimmt. Ja, also ich, das Thema Sternzeichen ist schon, also da gibt es ja Leute, um Gottes Wille, gell, die können dir alles sagen, ne? Was weißt du, Geier, was du machen sollst und keine Ahnung, also ich muss sagen, so krass bin ich da nicht. Aber die Frage ist halt auch, ist man, Aberglaube gehört ja auch mit dazu. Meine Mutter sagt immer, ich bin so extrem abergläubisch, aber ist abergläubisch sein auch spirituell, ich weiß es nicht, aber ich bin halt schon jemand, der... Also ich bin jemand, der an einem Brunnen vorbeiläuft, wo Pfennige drin liegen und wirft einen Pfennig rein, ja? Also ich bin wirklich so. Oder, ja, ich jetzt da zum Beispiel da. Voll. Also ich, da bin ich schon so, ne? Also so alles, keine Ahnung. Oder es gibt ja auch so zum Beispiel an Silvester rote Unterwäsche anziehen. Ich habe auf jeden Fall rote Unterwäsche an Silvester, ja. Das habe ich schon nie gehört. Ich glaube, das ist ein Brauch von der Italiener, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, dass es sogar in manche... Also es gibt es in mehrere Länder, aber ich glaube, in irgendeinem Land wird auch nur neue rote Unterwäsche angezogen und die dann auch verbrannt. Ich weiß es nicht. Aber ich, das Ding ist, meine Mutter sagt zu mir, ich bin halt abergläubisch. Aber das Problem ist, sie ist, glaube ich, auch abergläubisch, obwohl das nicht will und sagt ihm dann so Sache. Weil sie sagt zum Beispiel, ja, zum Beispiel am Neujahrstag auf jeden Fall keine dreckige Wäsche aufhängen. Das bringt Unglück, weil du nimmst quasi den Dreck vom alten Jahr ins neue mit, so Sache, ne? Und ich bin schon so, dass ich schon irgendwie an so Sache glaube, obwohl ich es nicht will, ne? Obwohl ich mir selber sage, wie blöd, ja, also was ein Quatsch. Aber irgendwie bin ich schon sehr empfänglich für sowas und bin dann immer froh, wenn mir niemand so irgendetwas sagt, weil ich dann sofort, das ist wie bei mir, tut sich sofort ins Hirn rein, ja. Und zum Beispiel, mir hat Mo Arbeitskollege, also früher Arbeitskollegin beim Jost, ja, die hat Mo zu mir gesagt, Schuhe auf den Tisch bringen Ärger. Und ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir so eingebrannt, obwohl es hier totaler Quatsch ist, aber wenn ich irgendwie so Schuhe, ich meine, man macht ja, eigentlich hat man ja nur, wenn man Schuhe neu kauft, dass man es auf den Tisch stellt, ne? Ja, genau. Ich wollte aber trotzdem, dann denke ich so, oh, runterstelle, weißt du, so, also total dumm eigentlich, ja. Also ich weiß auch, man sagt zum Beispiel, man soll kein Parfüm verschenken, weil kein Parfüm und keine Schuhe verschenke, weil bei Schuhe läuft die Person weg und bei Parfüm auch irgendwie, aber das finde ich ein bisschen. Ja, spannend. Du gehst zu mal andere oder wie wahrscheinlich. Ja, so irgendwie, aber ich meine, gut, also da muss ich sagen, da glaube ich jetzt auch nicht dran. Also ich verschenke schon. Auch, oder zum Beispiel eine schwarze Katze oder so ein Kram, da bin ich jetzt auch raus. Aber wo ich abergläubig bin, ist so, wenn man was sagt und dann klopft auf den Tisch oder so, auf das Holz klopfen. Also du meinst so dieses Thema, was so die, sage ich mal, Südländer haben. Wenn ich jetzt sage, ah ja, ob ich jetzt im Flugzeug sterbe oder wenn ich jetzt gleich hinausgehe vor die der, kloppen, ja. So das halt. Ja, so bin ich auch. Also genau so daran und zum Beispiel, ja, seitdem du mir das gesagt hast mit dem Spiegel an der Wände, hinterm Bett und vorm Bett, das mache ich auch nicht mehr. An der Seite, aber ich habe jetzt gar keinen Spiegel mehr hier. Ja, das ist auch sowas. Ja, und dann gibt, wenn ich jetzt nach dem Feng Shui gehe, das ist halt problematisch, weil ich halt die Wohnung nicht dazu habe. Deswegen, ich habe das mal überlegt, durchzulesen, aber dann wäre ich bekloppt, weil dann muss ich ja ausziehen.
Und das kann ich dann nicht. Und deswegen lese ich es mir gar nicht durch, weil ich denke, dass mein Raum, dass ich das falsch gemacht habe. Aber aktuell fühle ich mich genau richtig, so wie es ist. Deswegen lese ich das echt gar nicht durch, weil ich dann so bin und mir das dann eurett, ich muss das jetzt noch dreimal umstellen. Und das, die Wohnung ist einfach nicht gemacht, dass du es drei, viermal umstellen kannst. Ja. Es gibt nicht so, ich habe das Ding 3 Jahre geplant. Es geht nicht anders. Ich habe alles durchgeplant hier drin. Es geht nicht anders. Ja. Also zum Beispiel, apropos Feng Shui, zum Beispiel hier habe ich so einen Rosenquarz Money Tree. Weil mein Chinesisch. Ich habe mir mal überlegt zu kaufen. Nee, das habe ich tatsächlich, weil mein diesjähriges chinesisches Horoskop sagt, dass ich mir so einer besorgen soll. Und da steht à la Feng Shui auch drin, wo der platziert wäre muss. Das weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, das muss ich nochmal lesen. Das soll ich aufstellen, dass es halt quasi so das Negative von diesem Jahr fernhält. Ne? Mhm. Wie gesagt, also ich bin schon zum Teil, glaube ich, zu übertrieben, aber glaube ich, ich weiß es auch nicht, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ich habe, glaube ich, auch für alles so ein bisschen meine Definition. Meine Mutter hat auch schon zu mir gesagt, du pickst dir auch immer so alles raus, was dir gefällt, picking von jedem Glaube, ja. Ah, ich weiß es nicht, aber zum Beispiel, es gibt ja auch diese, ich sag mal, die ganzen Südländer glauben ja extrem, ich weiß nicht, Südländer, also eigentlich, glaube ich, sind es die Moslems, weil in Malaysia ist es auch so, dass man viel so an dieses, soll ich sagen, also bei uns in Malaysia hier ist das halt Voodoo, aber ich glaube, in andere arabische Länder oder so islamische Länder heißt es nicht Voodoo, sondern, wie soll ich sagen, dass, also die Türke sagen immer, dass jemand Auge gemacht hat, ne, so nennen die Türke das jo, also quasi so Neider. Oder zum Beispiel bei der Türke ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, du hast ein schönes Auto, dann musst du gleich sagen, Mashallah. Das heißt dann so viel wie, ja, ich will gar nicht übersetzen, was es heißt. Dir. Ich gönn's dir, genau, so auf die Art, ne. Ja. Das weiß ich nicht, die haben ja auch die Hand der Fatima oder das Auge der Fatima, um das dann fernzuhalten. Ja, du glaube ich jetzt gar nicht. Ich wollte es immer als Tattoo haben und ich wollte das eigentlich auf den Fuß, also auf meinen Fußrücken. Und ich hatte mal eine Kollegin, die war Türkin, die hat zu mir gesagt, mach das nicht. Also nicht wegen dem Tattoo, das Tattoo ja, aber sie hat gesagt, mach das nicht, das darf nicht unter die Gürtellinie. Und dann war das für mich erledigt, ja, weil ich wüsste jetzt nicht, an welche Stelle ich es noch machen sollte, weil ich wollte es auch nicht so groß haben, ja. Also, ja. Und all das, dass jeder sieht. Also, an das Tattoo habe ich schon oft gedacht, weil ich hätte das so gerne, weil ich auch auf dieser Hand der Fatima stehe. Also, egal wo, ich habe das einmal gesehen, bei Swarovski gab es so einen Schmuck dazu, da gucke ich ja immer, ob es den noch gibt irgendwo, welche so. Ja. Ich strick zwar nicht ab, aber ich weiß, es gibt ihn irgendwo noch, so auf die Art, ja. Und ich bin nur so scharf drauf, weil ich mag einfach auch so ein bisschen, ich bin ja so ein Aladdin-Fan, also so ein bisschen so dieses Arabische und so mag ich ja dann doch irgendwo. Mhm. Ja, also ich sag mal so, da glaube ich dann halt wieder dran, also ich glaube schon dran, dass dir Leute Schlechtes wünschen können und so, ne? Ja. Aber ich persönlich glaube halt ans Karma und ich denke halt, wenn du schlechte Gedanken hast und schlechte Gedanken siehst, dass du es halt doppelt so schlimm zurückkriegst. Das ist halt so das, was ich glaube. Und das hat für mich dann halt Überrang, dass ich sage, wenn ich schlechte Gedanken habe, dann kriege ich es doppelt so schlecht. So, deswegen bin ich aber halt auch jemand, der nie jemand was Schlechtes wünscht oder irgendwie, also zum Beispiel, ich bin auch wirklich so, ich kann nicht irgendwas nehmen, was mir nicht gehört. Ne? Also wenn ich jetzt mal angenommen, zum Beispiel, ich bin jetzt im Supermarkt und die Kassiererin vergisst, was abzukassieren und ich merke das, ne? Dann gehe ich auch hier und sage, Entschuldigung, ich glaube, sie haben vergessen, das abzukassieren. Klar, wenn ich jetzt zu Hause bin oder ich merke es halt nicht, ne? Dann so what, ne? Aber wenn ich es jetzt wirklich merke oder keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro auf dem Boden finden würde, wäre ich dann jemand, der das dann abgibt, zum Beispiel, ne? Weil ich halt so denke, ich will nicht schlechtes Karma, ja, weil das gehört mir nicht, gehört sich nicht, dass ich das nehme, deswegen muss ich das zurückgeben. Und ich glaube aber auch dran, wenn du so bist, dass du es dann doppelt so zurückkriegst. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Deswegen, also ich bin so ein überkorrekter Mensch, wo du da mal jetzt dann sagst, jo, aller Lust doch, ne? Und so auf die Art, aber ich, also gar nicht, ne? Da bin ich viel, viel zu ehrlich, das geht so gegen meine Moral, weil ich dann so wirklich schon so Angst habe, das kommt negativ zurück. Also. Okay, also ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen raus. Also wenn ich jetzt irgendwo fremd bin und hocke jetzt auch mit dich,
Wische, der zum Beispiel jetzt sauber gemacht worden ist und auf dem Boden finde ich jetzt einen Zehner. Ja. Dann behalte ich den. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu der Kassiererin sage, hat einer 10 Euro verloren, dann hat die heute oben 10 Euro mehr Trinkgeld. Oder sie gibt es ab. Ja, ach, weiß man nicht. So, wenn es jetzt aber zum Beispiel, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, wenn mir jetzt auf der Erwitt auffallen geht, dass du einen 10 Euro Schein leid, dann den ich ihn nicht nehmen. Dann den ich da, hier hat jemand was, wer hat denn hier einen 10 Euro Schein verloren oder so. Das ja. würde ich nicht machen, weil das acht Leute sind, die ich kenne, das würde ich nicht machen. Wenn du aber der Tisch jetzt abgerahmt ist und du es kennst mal. Ja, also nee, ich bin dann wirklich so, dass ich dann, also ich denke dann halt wieder, wenn ich jetzt diese 10 Euro, ich meine, um Gottes Willen sind 10 Euro, es sind jetzt keine 100 Euro, ja, um Gottes Willen ist ja auch nicht schlimm, wenn man die jetzt nimmt. Wenn ich jetzt einen Koffer mit 1000 Euro finde, den ich auch nicht behalte. Aber ich denke dann halt so, nee, weißt du, diese 10 Euro, lieber nehme ich sie nicht, weil wer weiß, was mir dann fehlt, so auf die Art, weißt du, also ja, es ist schon, ich bin da schon sehr extrem, muss man sagen. Aber die Frage ist halt auch, ist es wirklich spirituell oder ist es einfach Aberglaube oder sonst was? Ja, also deswegen sage ich schon, also es ist so ein Mix. Ja, man kann das, glaube ich, nicht so ganz abgrenzen. Ich meine, ganz ehrlich, dann müsste man ja auch sagen, Yoga ist spirituell. Aber ist jetzt Yoga wirklich spirituell? Oder wie gesagt, Meditation, ist es spirituell? Oder ist es einfach, oder, ja, weißt du, was ich meine? Oder wo fängt denn die Spiritualität an? Ist dann so Hotstone-Massage schon, hat das schon was mit Spiritualität zu tun? Oder so Aromaöl-Massage? Oder ist es einfach nur eine Wellness-Behandlung? Weißt du, was ich meine? So, also wo sind die Grenzen und wo sagt jemand, okay, ich bin total, ich glaube total dotra? Oder jemand sagt, nee, ich glaube gar nicht dotra? Vor allem, ich glaube, Spiritualität hat auch was generell mit dem Glaube zu tun. Also glaube ich an etwas, muss ja nicht Gott sein, kann ja auch das Universum sein. Aber glaube ich generell an etwas oder merkst du? Ja, also zum Beispiel, da können wir ja zu meiner Schlafstory kommen. Nee, also zum Beispiel, ich glaube auch an Geister. Deswegen, wenn die Wohnung hier fertig ist und auch an so Energien, und wenn die Wohnung jetzt endlich fertig ist, weil das kann man ja nur machen oder sollte man machen, wenn alles da ist, so wo es hingehört, wo es steht und so, dann wollte ich das ja auch mal ausräuchern oder wenn man streitet eigentlich, aber ich musste erst mal Grund ausräuchern, bevor ich dann den Streit rausräuchere. Zum Beispiel, genau, und daran glaube ich zum Beispiel auch. Also daran glaube ich und ja, mit den Geistern. Also ich weiß, das ist jetzt voll... Die Jenny, gell, du hast immer, also du fühlst dich immer komisch, wenn ich sowas erzähle, gell? Aber ja. Das ist halt echt eklig. Also, aber für mich ist das gar nicht schlimm. Ich weiß mittlerweile, damit umzugehen, aber ich glaube halt daran. Und da können die mir noch dreimal erzählen, dass ich das halluziniere. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel, wenn ich also es gibt so eine Phase, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, Schlafparalyse. Das ist was ich habe. Und zwar, also ab und zu, aber ich hatte es jetzt schon ganz lange eigentlich nicht mehr. Und zum Beispiel, das ist. Das ist jetzt sowas. Ja, jetzt wird es so ein kleiner Horrorfilm hier kurz. Nee, also das ist, wenn die Übergangsphase von wach zu müde. Oder gibt es auch von schlafend in wach. Also, dass du wieder aufwachst, ja. Mhm. Das ist, also ich, egal wie rum du es erklärst, es ist immer auf jeden Fall zum Beispiel von der Körper, wenn ich jetzt wach werde, dann bin ich geistig schon da. Aber der Körper schläft noch. Und in dem Moment fühlst du dich halt, weil du kannst dich nicht bewegen, weil der Körper ist noch nicht an. Also du hast nachts so eine Schlafstache und es ist extra, damit du zum Beispiel nicht aus dem Bett fällst oder rumläufst und dich irgendwo stoßt oder so. Das ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Und ja, aber auf jeden Fall, dieser Übergang löst halt extreme... Ja, man eigentlich sagen die Halluzinationen aus, aber ich weiß nicht, ich habe auch schon eine Doku darüber gesehen auf Netflix, also ich glaube halt daran. Und du siehst halt Dinge. Oder ich zum Beispiel, ich habe es auch gehört, ich habe es auch gespürt schon. Also, oh Gott. Es ist halt, also zum Beispiel früher, wo ich alleine gelebt habe in der WG und mein WG-Partner war nicht da, dann hatte ich auch diese Schlafparalyse. Und dann hatte ich immer das so ein kleines Wesen, so wie so ein Troll, so irgendwas, aber mit so langen Armen auch und roten Augen. Also es hat meistens rote Augen auch. Und das hat dann immer meinen Mund zugedrückt oder mir auf dem Brustkorb gehockt
und mit den Händen meinen Mund und meine Nase zugedrückt. Und das Ding ist, weil es sich so real anfühlt, kriegst du auch in dem Moment keine Luft. Also das ist ziemlich gefährlich auch. Also das ist wirklich, das ist nichts Lustiges und es ist auch gar nicht so, also man sollte das gar nicht so außer Acht lassen, weil der Körper empfindet es dann auch wirklich so und du kannst dich dann da wirklich rein katapultieren, sage ich mal, in die Symptome, ja. Und du musst halt damit, gut, dass ich die Doku auch gesehen habe, weil ich lerne damit irgendwie umzugehen. Ich habe irgendwann in meiner Serie das auch gesehen. Ob das jetzt wirklich so real war oder so, weiß ich jetzt nicht, oder ob es nur so nachgestellt war, aber da hat dann der Mediziner da was gesagt. Ich muss kurz eine Karte aufmachen. Ja. Da hat dann der Mediziner halt da was gesagt. Ja, der will immer rein und raus. Und der hat halt gesagt, man muss ganz ruhig bleiben und versuchen, sich zu bewegen. Und egal, ob das jetzt Spaß war oder irgendwie erfunden, weil es in der Serie war, weil ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wo es herkommt. Das hilft mir einfach, weil du bist wach, du siehst alles, aber du kannst dich nicht bewegen. Du bist gefangen in deinem Körper. Furchtbar. Das ist super ekelhaft. Und zum Beispiel manchmal sehe ich auch Schatten und rote, also schwarze Schatten mit roten Augen und Sachen. Oder letztens, also ich hatte auch schon mal so eine Schlafparalyse, da hat es mir ich war wach und ich habe gehört, wie jemand hinter mir, wie etwas hinter mir steht und auf mich atmet. Oh Gott. Hat gesagt, ich hol dich. Und hat dann so die Matratze weggezogen und es hat sich wirklich auch so angefühlt. Kennt ihr das? Das war wie so ein Gefühl wie in der Achterbahn. Ja. Ich mag das Gefühl nicht so gerne. Ich muss mich da immer erst ein bisschen dran gewöhnen. Und das war halt schon eine krasse Nummer. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir das alles nur einbildest. Also ich sage mal so, also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass man im Schlaf schreien will und es kommt nichts raus. Oder dass man wegrennen will und kann nicht rennen. Also ich glaube, so Träume hat jeder schon gehabt. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja noch 100-mal schlimmer, ja, weil das Ding, mal, ne? Ja, weil das Ding ist, also, ich muss mich dann, also bei mir ist so, ich kann jetzt mittlerweile damit umgehen, weil ich einfach sage, bleib cool, weil du musst da wirklich reagieren, weil es ist super unangenehm, du kriegst dann halt auch Angst, ne? So, man muss halt wirklich cool bleiben, und dann versuche ich immer, weil ich habe mal probiert, wie dieses war, wo ich das Gefühl hatte, jemand zieht meine Matratze weg und zieht mich zu sich hin. Und ich habe das gesehen, ich schwör's euch, ich habe gesehen, wie die Matratze sich wegbewegt. Also ich weiß auch nicht. Und ja, keine Ahnung. Also es war wirklich ekelhaft. Und also ich kann es euch, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut irgendwie. Auf jeden Fall. Und du nimmst es ja so wahr. Aber wenn ich dann versuch dann so, ich habe dann auch versucht schon zu schreien. Und das Ding ist, der Mund geht einfach nicht auf. Ich habe mich gehört, es hört sich, ich weiß, dass ich Hilfe gerufen habe. Hilfe, Hilfe. Und es war nur so, Ja, ja, ja. Weißt du, weil die Zähne, also weil der Mund ja auch zu ist. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, es bringt nichts. Und deswegen mache ich immer, ich versuche dann halt, mich zu bewegen. Also ich probiere immer mit dem rechten Arm so zu zucken. Und dann versuche ich es immer fester. Aha. Ich streng mich da dann richtig an, weil es geht nicht. Und sobald ich das anfange und dann mache ich so, und versuche noch ein bisschen mit dem Mund. Ja. Und dann wird langsam wach, dann wird der Körper wird weich dann. Oh je. Mittlerweile kann ich damit umgehen, aber ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe das auch meistens, wenn ich alleine bin. Ja, also. Ich würde sagen, Psyche, ich weiß es nicht. Also. Ja, das ist halt die Frage, glaubt man ans Jenseits, glaubt man Wiedergeburt, glaubt man Geister, glaubt man dies? Ist schwer zu sagen, aber ich sag mal so, also zum Beispiel im Buddhistischen ist es so, dass im August ist, also was heißt im August? Es geht ja nach dem Mondkalender und meistens ist es ungefähr im August rum, ist so the month of the ghost. Also das habe ich zum Beispiel von meiner Familie mitgekriegt, weil ich immer im August halt in der Ferie in Malaysia war. Und es ist halt so, ich glaube, es sind schon auch länger, also 4 Wochen, glaube ich, geht es auch. Und da sagt man halt, die Tore vom Jenseits sind geöffnet. Und ich denke, ihr kennt es auch alle, dass man im Buddhistischen so wie so kleine Häuschen hat. Also in Asien ist halt extremer, dass die vor ihrem Haus hat da jeder wie, also jeder Buddhist hat vorm Haus wie so ein Räucherhaus. Ne? Und dann sieht man ja manchmal, dass da Räucherstäbchen drin sind oder Orangen, Blumen, werden ja verschiedene Sachen dahin, ne? Und, so eine Gabe dann. Genau, und das ist aber eine Gabe für die Geister, also für die Verstorbenen macht man da verschiedene Opfergaben während des Jahres halt, gibt so verschiedene Feiertage oder wenn jemand stirbt zum Beispiel, als mein Opa gestorben ist, dann hat man in so einem also Papier
wird gefalten, halt die Sachen, wo er gerne mochte, was weiß ich, Zigarette, Alkohol, weiß der Kuckuck. Und es wird dann halt von einem Mönch verbrannt, dass er halt im Jenseits, ne, also dass es ihm am nichts fehlt, sagt man. Oder zum Beispiel, wir haben dann 7 Tage nach dem Tod, immer 7 Tage lang wurde halt das gegessen, was er gern gegessen hat. Und am 7. Tag wirklich nochmal alles üppig, was er gern gegessen und getrunken hat, dass es quasi ihm gut geht. Ne? Oder zum Beispiel ein Aberglaube dort ist auch, und zwar der Sarg, der stand halt vor dem Haus, ne, dass halt jeder nochmal kommen kann und kann quasi sich verabschieden. Aber über den Sarg durfte halt keine Katze drüber springen, weil es bringt Unglück. Ne? Und dann mussten halt meine Mutter und ihre Geschwister nachts wach bleiben und den Sarg halt bewachen. Und die haben halt auch super Angst vor Geistern, ja, weil das ist so extrem. Zum Beispiel meine Oma war so, ich durfte gar nicht sagen, the month of the ghost, sondern das war dann so, the month of you know what, so wie bei Harry Potter ungefähr. Ja, ne? Ja. Du weißt schon, wer ist so, ne? Und manche haben dann sogar so Mehl im Haus verstreut, weil die dann so die Fußstapfen, also Fußabdrücke sehen wollten von Geistern, ne? Also das ist ja das eine. Dann bei der Rauhnächte ist es ja so, dass man glaubt, dass in diesen 12 Tagen, dass es die 12 Tage zwischen dem Alten und dem Neuen ist und dass da die Tore zum Jenseits aufgehen und die wilde Jagd, also es sind quasi die Geister, dass die halt umherreisen in der Zeit. Und da macht man ja auch alles, um die Geister der Natur zu besänftigen, dass das Jahr halt quasi gut wird. Also es ist ja eine Bauernregel. Also früher die Bauern, dass die eine gute Ernte haben. Ne? Also von daher, ich glaube schon irgendwo dran, was halt auch super seltsam ist, ist halt der Harrison. Also Dommer hat wieder erzählt, am Montag war er mit dem raus. Und in Österreich war halt so ein Berg, der ging runter, wo man mit dem rausgehen konnte. Und Dommer ist mit ihm ziemlich nach unten gelaufen und plötzlich wäre er so stehen geblieben mit einer Pfote nach oben, ne? Hätte so geguckt, die ganze Zeit, hätte dann den Dommer angeguckt und dann ist er umgedreht und wieder zurückgelaufen, ne? Und der macht tatsächlich öfter so Sachen, dass der auch auf der Couch sitzt und bellt plötzlich den Balkon an im Dunkeln, ne? Keine Ahnung warum, wir gehen dann auch raus und gucken und da ist halt wirklich nichts, ne? Und der Dommer sagt immer, oh, ich glaube, der Hund sieht Geister jetzt, ne? Also von daher, ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel, das kann ich nochmal zu meinem Thema von eben sagen, mit dem Schlafen, da habe ich ja diese Doku gesehen und die Leute haben das wirklich täglich. Das, was ich nur ab und zu habe, die haben das fast täglich. Und da war auch einer dabei, der war mit Freunden zusammen und dann die Freundin, die neben ihm geschlafen hat, das war nur eine Freundin und nicht mal seine Freundin, dass man irgendwie sagen kann, okay, die sind so verliebt und verbunden miteinander, dass man es vielleicht so noch hätte ziehen können. Nee, das waren einfach nur Freunde. Und die hatte dasselbe und die Katze ist dann auch noch da rumgerannt nachts. Ne? Also, und das ist ja so, und ich sehe den Aladdin hier manchmal auch, dass der irgendwas sieht und dann guckt er und dann denke ich mir so, da ist nichts. Ja. Wo, was macht er da? Oder dann geht er an der Wand entlang und dann denke ich so, okay. Und ich habe auch nachts, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder so, nachts sehe ich auch voll oft so schwarzes Flimmern hier mal so rumflattern. So denke ich mir auch immer, alles klar, jetzt drehe ich mich um. Ja, schon gruselig, schwierig zu sagen. Also ich bin halt auch jemand, ich weiß nicht, ob ich an Geister glaube oder nicht glaube, aber ich habe auf jeden Fall schon Respekt davor. Also irgendwo denke ich schon, es gibt irgendwas. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken und so ein Zeug. Also da kriege ich selber so Panik. Also ja, das ist halt wie gesagt die Frage, an was glaubt man? Glaubt man an Wiedergeburt? Glaubt man an Geister? Keine Ahnung, oder was sind das für Geister? Sind es vielleicht irgendwie so Naturgeister? Ne? Also so, oder was ist es genau? Man kann es ja halt nicht so beschreiben, ne? Ist halt. Ja, oder zum schwierig. Beispiel manche sehen ja, also jetzt muss ich das kurz mit reinschmeißen. Aladdin. Manche sehen ja auch UFOs oder Aliens. Gibt es ja auch Stories dazu. Weiß ich jetzt nicht. Also bin ich aber auch nicht abgeneigt davon, weil ich sage, wie egoistisch kann man überhaupt sein, um zu denken, dass wir das Einzige sind, was hier rumläuft, keucht und fleucht, sage ich jetzt mal so, ja, also mit allem. Ja, ist auch sowas, also ob das jetzt Geister sind oder Aliens oder whatever, also wir nennen es ja nur. Oder glaubt man an Paralleluniversum, ne, weil ich meine, wenn man davon redet, von diesem Déjà-vu, ne, also also der Dommer auch und ich auch, ne, dass man so eine Situation, das Gefühl hat, man hat die schon mal erlebt, ja.
woher kommt es, ne? Ist es tatsächlich irgendwo? Ja, oder ich träume manchmal schon, was am nächsten Tag passiert. Da denke ich mir, also weißt du, so, das meine ich mit Déjà-vu. Ich habe zum Beispiel schon geträumt, dass ich dir, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, die Hand gebe und wir uns dann drücken. Ja. Und genau dann am nächsten Tag sehen wir uns passiert ist. Da denke ich mir, und dann fällt dir das ein, wenn das gerade in dem Moment passiert, hä, das hatte ich doch schon mal. Und dann denke ich mir so, das kann nicht sein. Wie soll das denn gehen? Ja, wie also. Soll ich die Berührung und oder auch, ja, doch, das geht doch gar nicht. Ja, das habe ich auch oft. Aber die Frage ist halt auch, glaubt man an Reinkarnation? Ne? Also ich meine, gibt es ja auch solche Zurückführungen oder Rückführungen. Ne? Also ich glaube schon, also ich weiß es nicht, die Inder glauben ja daran, dass man in Schachten geboren wird. Ne? Also wenn man quasi arm geboren ist, dann ist man halt arm, aber man kann halt auch in den Schachten pro Leben aufsteigen. Also man kann in diesem Leben was tun, dass man im nächsten Leben aufsteigt. Ne? Also so glauben ja die Hindus irgendwie daran. Keine Ahnung, aber ich glaube schon, wenn es Wiedergeburt gibt, und ich muss sagen, ich glaube da schon dran, dass es das gibt, dann sagt man ja auch wirklich, dass sich immer wieder dieselbe Leute treffen. Ne? Also quasi, deswegen hat man ja manchmal das Gefühl bei Leuten, dass man die schon voll lang kennt, obwohl man die vielleicht erst kennengelernt hat, aber die Konstellation halt eine andere ist. Dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, zum Beispiel vielleicht im früheren Leben. Das habe ich auch total oft. Ich sehe manchmal Gesichter und denke, wo kenne ich den? Ja, ich kenne den. Ich kenne die. Oder dass man zum Beispiel, jetzt sind der Mann, ich Mann und Frau, vielleicht im früheren Leben waren wir Bruder und Schwester. Weißt du, was ich meine? Oder keine Ahnung, irgendwie, aber ne, so sagt man halt, ne? Ja. Also, ja, keine Ahnung, an was man glaubt, aber ich würde grundsätzlich schon sagen, dass ich spirituell bin. Auf jeden Fall. Also ich glaube schon an einige Dinge, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, wie soll ich sagen, ja, dass ich jetzt... Also ich mache hier jetzt keine Zeremonie. Nee, um Gottes Willen, dass ich jetzt hier sitze und mache hier irgendwelche Geisterbeschwörungen oder spreche mit irgendwas oder so, so überhaupt nicht. Aber zum Beispiel habe ich ja auch so Wassersteine, also so Intuitionssteine, ne? Also quasi verschiedene Mineralien, die man halt mit Wasser auffüllt. Und dann, also die Mischung, die ich habe, soll für bessere Intuition sein, zum Beispiel. Glaubt man da dran, glaubt man nicht da dran? Also ich sag mal so, ich mach's jetzt mal eine Weile. Ich könnte jetzt noch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie was merke. Aber wo ich tatsächlich was sagen kann, dass ich es merke, ist, und zwar sagt man, wenn man den, also du hast ja auch diese Wünsche mitgemacht bei der Rauhnächte und da war doch so ein Bergkristall drin. Und man sagt, wenn man diesen Bergkristall neben das Bett stellt, dann sorgt der Bergkristall für klare Gedanken. Mhm. Und also ich muss sagen, ich habe den Bergkristall jetzt schon seit über einem Jahr neben meinem Bett, also halt der von diesem Wunschset. Und ich muss sagen, jetzt merke ich halt, also seit den letzten Rauhnächten merke ich, dass ich mich tatsächlich wirklich am Morgen fast, sag mal so zu 90% an meine Träume erinnern kann. Weil bei mir war es halt immer so, ich wusste, ich habe geträumt, aber ich konnte dir am nächsten Tag nimmer sagen, was ich geträumt habe. Ich konnte dir nur von rein vom Gefühl sagen, war es gut oder war es schlecht. Aber jetzt muss ich sagen, ich werde wirklich wach und kann mich tatsächlich erinnern, was ich geträumt habe. Natürlich, wenn ich das jetzt nicht so bewusst nochmal durch den Kopf gehen lasse oder das am besten aufschreibe, also ich schreibe es nicht auf, aber es wäre wahrscheinlich am besten, vergesse ich es auch wieder über den Tag. Aber ich kann mich erinnern und das hatte ich halt vorher nicht. Das muss ich jetzt sagen, das ist mir schon aufgefallen. Okay, aber voll krass, gell? Ja, voll. Also, das ist echt, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt gemerkt. Aber zum Beispiel, ich habe ja auch eine Salzsohle jetzt endlich gemacht, ne? Ich habe es endlich geschafft. Und ich habe dann erstmal gelesen, was es mit der Sohle auf sich hat. Weil ich habe, wie gesagt, ja einen Bericht gesehen über Wasser und Salz und hat die Monika hat mir ja gesagt, soll das machen, ne? Deswegen habe ich es ja gemacht. Also ich bin halt auch jemand, wenn ich Menschen vertraue oder ich kenne Menschen, weiß, was Menschen können, sage ich mal, ne? Dann brauche ich nicht immer so, ich bin nicht der Typ, der dann alles so googelt und Wikipedia und ist es hier, ist es da, ne? Wenn du zu mir sagst, ey Gummo, zum Beispiel, ich mache das jetzt jeden Double Cleansing. Ja, genau, wir machen jetzt Double Cleansing, du gehen die Mitesser weg, dann mache ich das einfach. Ne? Ich meine, klar, kann dann sein, dass ich das nur 3 Monate mache und merke halt nichts und dann zu dir sage, schau lieber, ich merke gar nichts. Ne?
Und dann sagst du, ja, ist normal, brauch länger, okay, mach es noch weiter. Oder du sagst, okay, komisch, und dann hörst du vielleicht wieder damit auf. Ne? Das kann dann vielleicht passieren. Aber grundsätzlich, wenn du mir das sagst, sag ich, okay, gut, mach ich das. Ich hinterfrag das dann nicht. Außer du würdest mir jetzt sagen, Eier springen wir in der Reu oder so. Ne? Aber, ja. Aber ich muss sagen, mit der Sohle, wie gesagt, ich habe es nicht hinterfragt. Die hat gesagt, das ist gut, ich soll das mal machen. Aber ich habe jetzt tatsächlich mal gelesen, für was ist, weil natürlich fragen mich die Leute, ja, für was ist denn das gut, ne? Warum machst du das, ne? Dann sage ich, ja, gut für die Gesundheit. Ja, aber warum ist es gut für die Gesundheit? Aber ja, diese Salzsohle ist wirklich gut für die Haut auch, ne? Also wenn du Hautkrankheiten hast halt auch, oder die ist halt auch gut für die Organe, ne? Also ist für vieles gut, aber da steht halt auch, manche sagen, es ist spirituell. Und da sage ich mir halt, weiß ich nicht, was ist denn jetzt an Wasser und an Salz spirituell? Weißt du, was ich meine? Also das ist für mich nicht spirituell, das ist für mich eher so ein Gesundheitsding, weil ob ich jetzt morgens Apfelessig trinke aus einem Grund oder Glas mit heißer Zitrone, gibt es ja auch, dass Leute Zitrone trinken, ne? Trinke ich jetzt halt das Salz. Das ist, also das hat für mich... Vielleicht, weil es nicht wissenschaftlich bewiesen ist, sagen sie dann, es ist spirituell. Ja, das könnte sein, hast du auch wieder recht. Aber das ist für mich jetzt nicht spirituell gesehen. Klar, das mit der ganzen Kristalle ist vielleicht spirituell, aber wie gesagt, wir waren jetzt gerade in Österreich. Also in Österreich ist total normal, dass du durch die Stadt gehst und dann sind da wirklich komplette Läden, die halt Kristalle verkaufen oder Räucherwerk oder ganz viel, habe ich auch gesehen, so Naturläden, ne, mit so Naturprodukte. Weil von Naturprodukten sind ja auch viele Sachen dann schon spirituell, nenne ich es jetzt mal, ne? Also dort ist es halt auch ganz anders wieder angesiedelt wie bei uns in Deutschland jetzt, ne? Also ich denke, es kommt wirklich auch so ein bisschen, bis hier ist spirituell sein ja auch Kultur, muss man sagen, ne? Das Ding also, ist zum Beispiel auch beim, zum Beispiel beim, wenn Vollmond ist, kann ich nicht gut schlafen. Ja, ich auch nicht. Vielleicht waren wir ja mal ein Werwolf. Kann sein. Ja, nee, aber jetzt, ich merke das total. Und selbst hier, hier kommt ja gar kein Vollmond her. Ich sehe hier keinen Mond. Ne, ich bin auf der falschen Seite. Trotzdem kann ich nicht schlafen dann. Krass. Du, es gibt ja auch Leute, also ich kenne mich jetzt nicht super gut aus. Aber auf der anderen Seite liebe ich auch den Mond. Ne? Das zieht mich aber auch an. Ja, irgendwie. Okay. Voll komisch, obwohl ich ja ein Löwe bin. Eigentlich müsste ich Sonne anziehen, aber ich liebe den Mond. Ich finde es unglaublich, ich finde es viel schöner wie die Sonne. Ja, komisch. Also es gibt auch Leute, also die glauben, was heißt, die glauben da dran? Irgendwie sagen die, es gibt so Wasseradern, die unterirdisch verlaufen, was ja auch so ist. Also ich meine, es ist ja auch Wasser unterirdisch, aber irgendwie können die da nicht schlafen, wo so eine Wasserader ist. Und dann haben die wie so eine Art so eine Route. Und dann gehen die durchs Haus und gucken, oder bevor die ein Haus bauen, gucken die, ob da irgendwelche Wasseradern laufen und so, und bauen das Haus dann nicht oder bauen es dann anders oder so. Oder haben dann das Schlafzimmer woanders. Also gibt's auch. Aber wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht richtig gut mit aus, aber... Das sind aber halt auch Menschen, die vielleicht mit manchen Dingen hypersensibel sind. Ja. Gibt's ja, ne? Also der eine mehr, der andere halt weniger, aber... Also was möchtest du für mich... Ja? Nee, ich finde, man kann bei niemand sagen, du spinnst, ja, weil ich meine, ne, wie du sagst, viele sagen jetzt bei der Schlafparalyse, ah, du bildest dir das Ei, das ist die Psyche, das ist dies, das ist das, aber ich finde halt, man kann das nicht pauschal sagen, weil man einfach nicht in der Person drinsteckt und der eine reagiert vielleicht auf eine Wasserader, der nächste auf den Vollmond, einer hat dann solche Schlafparalysen wie du, oder ich sage, ich muss die Geister jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, also ich meine, wie kann man sich anmaßen zu sagen, das stimmt nicht? Ja. Weißt, weil das macht ja den Leuten wirklich auch Probleme, ne? Mhm. Also, ja. Schwer zu sagen, ne? Ja, also ja, ist schwer zu sagen. Also ich denke, das muss jeder für sich auch merken. Dass sich ja, gut anfühlt oder so, ne? Also ich persönlich würde zu diesem Thema spirituell sagen, klar, man muss aufpassen, dass man nicht komplett abdriftet da in irgendwas, ne? Ja, du kannst dich da drin verlieren. Ja, also ich sag mal so, Reiki sagen ja auch alle, das ist esoterisch und das ist spirituell und so. Für mich ist Reiki, sag ich mal, eine logische Sache. Also ich sag, es ist halt einfach, Man ist wieder an die Urenergie angeschlossen, mit der man geboren wird, und man gibt diese Urenergie an Leute weiter, indem man die halt mit Reiki behandelt. Und
Jo, der eine sagt, jo, Allah, was willst du behandeln bei Handauflege? Ne? Also so, da passiert nichts, ich merke nichts. Ne? Und der Nächste sagt, ja, mir hat es halt geholfen. Also dran glauben muss man nicht. Ne? Ja, aber zum Beispiel auch, kann ich nur auch von mir sagen, also zum Beispiel, wie ich ganz jung war. Und ja, kann man da jetzt eigentlich drüber? Ja, gut. Und wie ich ganz jung war, hatte ich ganz, 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 ganz schlimm meine Periode. Mhm. Also ganz schlimm mit Schmerzen verbunden. Also es waren Schmerzen, die gingen vom Unterleib bis in die Knie, wow, bis in die Füße dann weiter, aber auch hinten den Rücken hoch bis in den Kopf. Ja. Also es war super eklig. Ich wusste nicht, soll ich stehen, soll ich liegen, soll ich sonst irgendwas. Also es war alles unangenehm. Aber zum Beispiel, ich habe auch nie Tabletten genommen, weil ich einfach nicht so erzogen bin. Also bei uns gab es es auch nie. Und deswegen kann ich mich da auch nicht so mit identifizieren. Und ich kann auch ganz schlecht Tabletten nehmen. Und mir hat dann immer geholfen, mich auf den Boden zu legen. Okay. Also wir hatten so eiskalte, also wir hatten total die Platten. Ja, mein Vater hat immer mit mir geschimpft, weil ich dann, und ich bin auch ein Barfußläufer und ich brauche das einfach. Ich brauche das auch, ich liebe das auch im Gras zu laufen oder so ein Barfußpfad, sowas liebe ich auch. Und das Ding ist, weil ich mich dann einfach wieder verbunden fühle, geerdet. Und irgendwie diese Schmerzen, wenn ich mich auf den Boden gelegt habe und habe versucht zu schlafen, ich kann auch auf dem Steinboden, das ist scheißegal, wenn ich müde bin, bin ich müde, ich kann überall schlafen. Das hat das wie rausgezogen. Krass. Ich brauche, also wirklich, es ist barfuß, also mich erdet es auch immer, wenn ich wieder barfuß bin. Ich liebe auch barfuß zu laufen. Auch ob Sommer, ob Winter, scheißegal. Also ehrlich. Also man sagt es auch, ne, dass man wirklich mal barfuß rausgehen soll, um sich zu erden, wie du sagst. Ne? Also zum Beispiel die Frilinde hat erzählt, die machen jetzt so ein Retreat. Ne? Und auf jeden Fall bei dem Retreat machen die verschiedene Sachen, auch so Schoko-Zeremonie und unter anderem barfuß rausgehen und irgendwie so eine Barfuß-Meditation oder ich weiß gar nicht was, aber auf jeden Fall, dass man halt wieder geerdet wird, ne? Aber da also, kriegst du, also bist ja. Ja, also, nee, also ich wollte nur sagen, das stimmt schon, ne, was du sagst, man wird ja auch wieder geerdet, aber ich kann das halt nicht, weil ich schon wieder so einen Ekel krieg, ne? Ja, aber das Ding ist auch mit diesem Erden, ich meine, ich hätte da mal dazu was gesehen, dass die das versucht haben, das zu messen, die Energie irgendwie, diese, was in dir fließt. Okay. Wie genau kann ich dir das jetzt sagen? Irgendwie mit so einem Patch, ja? Und das Ding ist, sobald du barfuß im Park bist, fließt diese Energie in dir. Ja. Und selbst wenn du jemanden an die Hand nimmst, fließt die über den rüber. Das ist okay. Schon krass. Das ist echt krass. Ja, also ich sage mal so, mit Energien habe ich es halt schon immer. Ich kann nicht sagen, ob das ist, weil ich ja schon mit 18 auch meinen Reiki-Einser-Kurs gemacht habe, auch wenn ich, wie gesagt, ich habe es ja jahrelang gar nicht praktiziert. Aber ich bin tatsächlich jemand, der schon damals, schon davor, bin ich in den Raum und ich habe halt die Energie, nehme ich halt extrem wahr. Ich spüre halt diese Energie. Und damals hatte ich halt ein extremes Problem damit, weil ich habe natürlich auch negative Energien gespürt. Und hat dann immer so das Gefühl, mich hat es dann so eingenommen. Weißt du, ich war dann auch auf Amazon, ne? Und damals hat meine, sag ich mal, erste Reiki-Lehrerin, Meditationslehrerin, die hat immer gesagt, geh in den Raum und stell dir vor, du machst von unten den Reißverschluss zu, ne? Dass quasi du dich abschirmst von dieser Energie. Aber tatsächlich ist es so, das klappt auch, ne? Aber ich habe später auch ein Seminar besucht, wo man einfach lernt, mit einer Technik bei sich zu bleiben. Das hat auch gar nichts mit Spiritualität zu tun gehabt. Das hat eher was mit Psyche zu tun gehabt. Aber ja, ich muss sagen, heute belastet mich das nimmer. Ne? Also wenn heute jemand schlecht gelaunt ist oder fährt mich dumm an oder so, dann ist es nicht so, dass ich dann so mich selber in Frage stelle und denke, ah, was habe ich jetzt falsch gemacht oder ah, was hat er jetzt mit mir oder so. Ne? Also gar nicht. Solange mir jemand nicht sagt, dass er jetzt pisst auf mich ist, weil das und das passiert ist, interessiert mich das gar nicht. Also mich nimmt diese Energie gar nicht ein. Also ich werde dadurch nicht nervös oder sonst was. Ich sag mal so, wenn ich selber sehr gestresst bin, ist es natürlich schwierig. Also wenn es jetzt ein Dommer ist, der irgendwie so gestresst und negativ ist, dann ist schon so, dass ich dann vielleicht, ach, wenn ich selber gestresst bin, dann ach, so nervös werde. Aber in der Regel schaffe ich es schon, bei mir zu bleiben, ne? Und zu sagen, okay, komm, das ist deins, das bin ich, behalt deins. Ne? Also das kann das ich zum Beispiel so nicht, weil zum Beispiel, wenn der Anschluss so stinkig ist oder so, ich merke das sofort. Ja. Sofort.
Also, und es geht die Energie sofort über und dann drehe ich, tick ich innerlich noch mehr aus. Also, ich, da bin ich noch nicht so weit. Aber ja, also wir haben das auch früher in der Tanzschule, also in meiner Ausbildung, total interessant, mussten wir uns in die Mitte des Raumes stellen. Und dann haben sich meine Kolleginnen verteilt irgendwie. Ne? Dass ich nicht wusste, wo wer steht. Mhm. Es ging nur darum, dass ich kein Gesicht gesehen habe. So. Mhm. Und dann sind die zu mir gelaufen und ich musste da, wo es mich am ersten so von der Energie her stört, dann immer stoppen. Mhm. War halt krass zu sehen, wer nah an dich ran darf und wer nicht. Und das mit Augen zu. Super krass. Interessant. Ah, das ist krass, das will ich auch mal machen. Die sind dann immer so auf einen zugelaufen und wenn du gemerkt hast, ah, der. Also ich wusste genau, okay, die stehen jetzt in den Ecken, das wusste ich schon. Aber ich wusste nicht, wer in der Ecke steht. Und die sind dann auf mich zugelaufen und dann hast du so, stopp, weißt du so? Und dann musste die Person stehen bleiben. Ich durfte ja auch noch nicht gucken, weil ich musste ja erst noch die anderen zwei dann stoppen. Und es war halt super interessant, welche Energie auf dich, wie die auf dich wirkt. Aber auch erschreckend, weil zum Beispiel, es waren dann auch Leute, wo du gedacht hast, hey, so, eigentlich mag ich die. Ja. Aber die Energie ist einfach nicht gut, manchmal. Krass, ne? Ja, also ich denke, Energie ist extrem ausschlaggebend. Deswegen sagt man ja auch, also das eine ist ja positives Mindset, positive Gedanken. Aber viel wichtiger ist noch die Energie, in der man ist, ne? Also ich meine, man kann ja, keine Ahnung, man hat einen schlechten Glaubenssatz, ich bin zu fett. Sage ich jetzt mal, ne? Und dann machst du dir einfach, oder dann übst du das, indem du wirklich halt täglich affirmierst und dir das aufschreibst, ich bin gut, wie ich bin, oder ich bin dünn, oder keine Ahnung, ich bin normal, oder ich fühle mich wohl, ne? So irgendwie sucht man sich halt, ne? Kann man auch durch Reiki noch verstärken, zum Beispiel. Aber das ist ja das eine, das ist den Kopf, den du umprogrammierst. Aber viel wichtiger ist das Gefühl, in dem man ist, ne? Dass man umprogrammieren muss. Weil wenn man sich nicht gut fühlt, also wenn man so ein schlechtes Gefühl hat, kann der Kopf noch so positiv sein, aber wenn du in diesem schlechten Gefühl bist, ja, dann wirst du halt das Positive nicht ausstrahlen und aber auch nicht anziehen. Du wirst dann in so einem schlechten Gefühl sein und das schlechte Gefühl, ne, also egal, ob das Angst ist oder Negativität, Ärger, das ist ja auch das, was dich letzten Endes dann, sag ich mal, krank macht. Ne? Mhm. Also es sind gar nicht unbedingt die Gedanken, nur, also klar sind die Gedanken auch wichtig, das ist so der Anfang. Aber ich sag mal so, die Kür ist halt die Energie auch, ne? Weil wenn du täglich in so einem Angstgefühl lebst, dann ist es ja total, ne, schlecht für die Gesundheit auch einfach, ne? Ja, also deswegen Energie ist schon extrem wichtig. Und ich meine, es ist ja auch so, dass wo eine positive, gute Energie ist, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, ne? Also total positive Energie, man ist total geflasht, man wird mitgenommen, man hat das Gefühl, man will was reißen, was machen, ne? Und genauso ist es aber halt auch, wenn du in einer schlechten Energie bist, ne? Dann fällt alles so schwer, dann ist alles so schwerfällig, wie und ach und nee und bla, ne? Also ich finde es halt nur witzig, um muss mal ganz kurz so einen Mix hier draus machen, ich finde es halt immer ganz lustig, dass die Leute, die dann vielleicht sagen, so, ja, voll die Gehirnwäsche, was ihr da am Wochenende gemacht habt oder so, ja. Das sind aber dann auch genau die Leute, die immer negativ sind oder so. Ja, ja, stimmt. Ja, weil, ich weiß nicht, also, sei es drum, um was es da jetzt ging. Das ist jetzt uninteressant. Es geht ja einfach nur auch, dass eine Gruppe zusammenkommt und zusammen was erarbeitet, sich was gegenseitig was beibringt und dass man dann das zelebriert. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber das ist halt das Problem überall, ob das jetzt privat ist, Arbeit, wenn wir überall mal ein bisschen Spaß damit reinbringen würden, wären wir auch tausendmal besser. Ja, es ist so. Ist so, ein bisschen Spaß, ein bisschen mehr die Leute anfeuern. Motivation. Hier, weil ich bin so jemand, wenn ich da, also ich werde auch so gern so, deswegen sage ich, irgendwo bin ich auch ein Leader, weil ich weiß genau, also da sind wir wieder beim Sternzeichen, ich bin so ein Alpha. Ich kann diesen Raum zum Beben bringen, ich kann sie aber auch allpisst rausgehen lassen, wenn ich will. Ja. So, und es ist halt positive Eigenschaft, aber auch gleichzeitig irgendwo negativ, muss ich halt gut kontrollieren können. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht, dass jemand wegen mir irgendwo sauer aus einem Seminar oder sowas geht, nur mal als Beispiel jetzt, ja. Aber das ist halt so eine Eigenschaft und da denke ich mir, hey, wenn wir alle so arbeiten würden und hätten alle nur
ein bisschen Spaß, ich meine, man muss da ja jetzt nicht den ganzen Tag kickern und da nur Spaß machen, ja, aber wenn du mal so ein bisschen Spaß bei der Arbeit hast und sagst, hey, komm, so, weißt du, und dann... Ja gut, es ist ja auch nachweislich so, dass Leute, die gerne zur Arbeit gehen und Spaß haben und da eine gute Energie ist, dass einfach die Ergebnisse halt auch viel besser sind, ne? Ja, ich verstehe das halt einfach nicht. Kann ich hier wirklich auf alles runterbrechen, aber das ist halt, ich sag mal so, in Deutschland ist es halt nicht gewünscht, sage ich mal, ne? Weil hier ist man halt so konservativ, so straight. Zum Beispiel früher bei Walmart, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber bei Walmart, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen, war das halt so, dass wirklich am Morgen der Filialleiter reinkam und hat erstmal so Power gemacht, ne? Also alle haben sich dann versammelt, der stand dann wo und dann erstmal, ja, und wir schaffen das, tschakka, und jeder musste dann so, was weiß ich, so wie halt im Sport, ne, wenn so die Teams anfangen, dann haben die doch, ach, wie so ein Schlachtruf oder so, ne, und so war das halt bei Walmart. Ja, genau, dass die alle so, yeah, Wall und we rock it und ja, Energy, Umsatz, ne, also dass die erstmal so rumgeblökt haben. Und als Walmart dann halt hier nach Deutschland kam, haben die das natürlich versucht, diese Firmenphilosophie mitzunehmen. Und ich glaube, zu meinen, ich glaube, das war Ende 80er, Anfang 90er, aber ich bin mir nicht sicher, oder schon länger her ist auf jeden Fall, gab es natürlich dann so negative Presse, was das für eine Sekte oder keine Ahnung, was ist denn das, ne? Dabei ist es halt einfach nur ein amerikanisches Unternehmen und die amerikanische Philosophie ist einfach anders. Deswegen ist es ja auch bei uns, sage ich mal, bei Forever anders. Es ist halt ein amerikanisches Unternehmen und da wird halt anders geführt, da wird halt mit Motivation und Power und Positivität gearbeitet und halt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten nur, ne? Nicht nur, also wir haben das ja auch. Ja, natürlich haben wir auch, genau, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, überall, Fakten. Aber genau, und das verstehe ich halt nicht, dass man die Leute lieber, ich bin auch dafür, wenn einer was angestellt hat und hat sich jetzt 5-mal dumm angestellt, da muss man vielleicht halt auch mal ein bisschen härter durchgreifen, um Gottes Willen, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber man kann doch ein gutes Klima schaffen, um einfach die Energie oben zu halten. Weil ich wüsste, also bei mir ist es so, wenn es der Tag auf der Arbeit Spaß macht und wir das so voll reinhauen, da könnte ich 12 Stunden schaffen. Ja, sag ich, ist so. Ja. Und ohne mit der Wimpern zu zucken und ich werde total gehypt. Aber dann denke ich, ich habe ja Spaß auf der Arbeit, aber es gibt halt auch, klar gibt es manchmal Tage, wo ich halt denke, jo, heute nicht mehr so, aber trotzdem ist es ein deutsches Unternehmen, also es ist jetzt natürlich nicht gern gesehen, wenn ich durch den ganzen Tag durch die Gegend gala, ja. Also ich mache trotzdem mal Späßchen, mal hier beim Kaffee oder so ein Späßchen gerobbt, ne? Oder mit meinem Chef, aber... Es kommt halt, kommt halt immer drauf an, ne? Es kommt halt leider immer wieder auf die Führungsriege natürlich auch an, ne? Wie die unterwegs sind. Aber das ist ja ganz normal in Deutschland, es ist ja überall so. Ja, das ist überall so. Es kommt überall auf die Führungskraft an. Ne? Es gibt ja so einen tollen Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ne? Also toll finde ich den Spruch nicht, aber Tatsache ist es halt so. Ne? So wie die Philosophie rausgetragen wird, so ist es halt leider Gottes ach. Ja, ist halt auch die Frage, macht mein Umfeld irgendwann krank? Ne? Wenn ich halt in so einer toxischen Umgebung bin und ich meine, auf der Arbeit ist man halt am längsten am Tag und ich meine, da muss man sich halt nur mal angucken, wie hoch ist der Krankenstand? Das ist ja auch so eine Messzahl in Deutschland, sage ich mal. Wie hoch ist der Krankenstand in der Branche, in dem Unternehmen und warum sind die Leute krank und wie oft sind die Leute krank? Und man kann halt nicht immer nur sagen, es sind Faulenzer und die haben keinen Bock zu schaffen, ja, weil... Ganz ehrlich, viele sind dann halt auch wirklich krank. Die haben dann halt Grippe oder die haben Magen-Darm oder die haben dann halt wirklich, wie nennt man das neue Wort heutzutage? Mental Breakdown, ja? Also, keine Ahnung, früher war es der Burnout, jetzt ist es halt der Mental Breakdown, whatever, ne? Aber ich meine, diese Sachen sind ja nicht erfunden, ne? Also man geht ja hier in Deutschland, muss man ja so sagen, immer davon aus. Ist aber auch bei jedem anders. Ja. Leute, die glauben da nicht dran. Ich kann sagen, ich denke schon. Aber was heißt, ich glaube nicht daran. Also wenn ich Depression habe, habe ich eine Depression, ne? Also ich meine, es gibt ja Leute, die dann wirklich entweder nur noch... Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin Führungskraft im Endeffekt, ja, und ich habe schon Leute gesehen, wirklich gestandene, erwachsene Männer, die wirklich mit den Nerven fertig waren und saßen vor mir heulend, ne? Und wenn so eine Person vor dir sitzt, dann kann ich nicht sagen, der spinnt oder das ist eingebildet oder sonst was oder keine Ahnung, sondern diese Leute waren psychisch einfach fertig. Und das ist keine Einbildung, sondern das ist einfach eine reale Krankheit, ja, die halt leider Gottes in Deutschland immer mehr verbreitet ist, weil halt einfach Produktivität hoch, Negativität hoch, Angst hoch,
Druck hoch und irgendwann brechen die Leute halt einfach mal mental zusammen. Und manchmal ist es halt auch der Krebs, der kommt. Also ich meine, es ist ja auch schon irgendwo nachweislich, dass Krebs von der Psyche auch kommt, ne? Also nicht nur, aber kann halt auch so sein, ne? Und ja, ich denke halt... Es gibt halt Leute, kenne ich auch, die sagen, das gibt's nicht. Ja, die sagen, das gibt es nicht, weil es natürlich, keine Ahnung, 5% der, oder sagen wir mal, keine Ahnung, früher halt welche gab, die das als, oder es gibt es heute auch noch, es gibt auch heute noch Leute, die einfach das System und die Krankheit ausnutzen zu ihrem Vorteil, die haben nichts und sagen dann halt einfach hier, ne, ich hab's mit der Psyche oder keine Ahnung, dass sie halt krankgeschrieben sind und sich drücken, sag ich mal, ne. Aber ich würde behaupten, in den letzten Jahren hat es halt so extrem zugenommen, dass es nichts mehr mit Drücken zu tun hat, sondern dass die Leute tatsächlich einfach nur fertig sind. Und das muss ja nicht nur mit der Arbeit zu tun haben, das kann ja auch mit der Gesamtsituation zu tun haben. Also bei mir war das zum Beispiel so, wie ich meine Depression hatte, das war zum Beispiel so, da ging irgendwie alles schief und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ist und dann war das wie so ein ne? schwarzer Sog nach unten. Ist ja oftmals so, wenn dann kommt alles auf einmal, ne? Weißt du so, da war die Beziehung, meine Beziehung zu Ende. Auf der Arbeit wusste ich, okay, ich komme da nicht weiter, ich muss da was verändern, sonst komme ich nicht hoch und ich will ja aber hoch irgendwie. Und es war dann einfach für mich nervlich und psychisch irgendwie. Ja. Ja, es gibt ja verschiedene Sachen. Deswegen ist halt Energie extrem wichtig, dass man, sag ich mal, vorbeugen kann. Aber das wäre ja auch mal ein gutes Thema für den Podcast, ne? So. Depression. Psyche. Ja, oder der Druck. Depression, ja. Nehme zum Echo, Wische. Das musst du doch mal an euch schneiden. Ja. Ja, also ich meine, das ist, ja, hat alles, sag ich mal, irgendwo fügt sich ja alles zusammen, Energien und sonst was. Ich finde, man kann halt nicht bei allem sagen, das ist spirituell. Ne? Also, ja, oder sagen, das gibt's nicht. Oder sagen, genau, das gibt's nicht. Ja, oder was weiß ich. Ich meine, manche sagen auch, ne, ich meine, viele sagen, es gibt auch keinen Gott, die glauben nicht an Gott. Ich meine, du bist ja auch jemand, wo sagt, glaubt, dass da was ist, aber was ist da, keine Ahnung. Ne? Also, ich muss ja auch jeder für sich wissen. Ich glaube ans Universum und an den Urknall. Ja, okay, ja, aber ich meine, viele sagen das ja, sie glauben, dass da irgendwas ist, aber was da ist, kann keiner beschreiben. Ne? Also deswegen denke ich, es ist schwierig zu sagen, was ist spirituell und was nicht. Es gibt ja auch Leute, die glauben an so ein Alien. Ja? Das ist ganz modern. Okay. Das ist ganz modern, ja, ja. Basha oder Bacha oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, ich habe es nur gelesen, weil ich habe da ein bisschen Schiss. Aber ich will, wie gesagt, ich will so Sachen danach immer echt, ich habe auch immer ein bisschen Angst, das zu googeln. Weil ich mal gesehen habe, in der Doku, da haben die tatsächlich jetzt mal kurz, muss ich kurz sagen, da haben die über die Google-Suche ein Profil von einem Menschen hergestellt. Ich habe gedacht, mir schlackert es um die Ohren. Hä, wie? Doch, die haben von der Frau, die kannten die Frau nicht und haben geschaut, wie ihr Verlauf ist, welche Seite. Was sie gegoogelt hat, ja. Über die Jahre. Mhm. Dann haben die ihr gesagt, ja, du bist wahrscheinlich eine Mutter oder wolltest eine Mutter werden. So, du hast da gelebt, du warst überlegt, auszuziehen, weil es dann vielleicht Wohnungen ja. Dann könnte es sein, dass du eine Krebsdiagnose gekriegt hast oder in deinem Umfeld eine Krebsdiagnose war. Ey, die wissen alles über dich zum Schluss. Ja. Was sie für einen Job gesucht hat. Also krank. Ja. So falle ich ja wirklich vom Glauben ab. Ja gut, aber ich sag mal so, das Handy, wissen wir ja auch alle, dass es mithört, ne? Also das ist sowieso krass, wenn du, also wie gesagt, ne, irgendjemand erzählt, ich glaube letztens beim Podcast haben wir von irgendwas erzählt und dann bin ich irgendwie bei, in meine E-Mails oder ich weiß gar nicht, bei Facebook auf Emo habe ich dann so eine Anzeige gekriegt für sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendwas haben wir da geguckt, ne? Ja, also deswegen, ja. Das ist sowieso, das ist echt sowieso krass, ne? Was man da alles gucken kann, aber ja, ich würde einfach sagen, das Thema spirituell ist wirklich groß übergreifend. Und ja, also ich für meine Verhältnisse würde sagen, ja, ich bin spirituell, aber ich glaube, dass jeder irgendwo spirituell ist, außer er ist ganz so ein Kauz und so ganz Zahlen, Daten, Fakten, Wissenschaft. Und Dr. So. Sheldon Cooper. Ja, zum Beispiel, weil man einfach nicht abgrenzen kann, wo fängt Spiritualität an und wo hört Spiritualität auf, finde ich.
Aber ich finde auch, ja, also ich bin jetzt nicht so übertrieben, wie gesagt, dass ich mich jetzt so hier gewöhnt auf den Berg und meditiere oder so Sache, ne? Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, ja, ich denke schon, ich bin spirituell. Aber zum Beispiel bin ich jemand, wo halt so seine Grenze auch sieht, ne? Also so mit diesem ganz, also wenn ich so Leute sehe, die so ganz so öko sind, ne? Und dann so, weiß ich nicht, nur barfuß rumlaufen, gibt's ja auch, ne? Die dann wirklich komplett das ganze Jahr über barfuß laufen und ich weiß nicht, was machen. Das ist mir dann auch schon wieder zu extrem, ne? Also immer so mit gesundem Menschenverstand. Weil, wie gesagt, ich habe halt zwei Sachen in mir. Auf der einen Seite bin ich der Betriebswirt und auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass man auf sein Bauchgefühl zwingend hören sollte, weil man einfach so auf der Urinstinkt einfach hören sollte. Mhm. Ja, beim Barfuß, ne, ist auch bei mir so, weil du es jetzt gesagt hast, ich meine, auf der Arbeit weiß ich ja auch, dass ich da nicht barfuß, aber ich sag's dir so, wie es ist, manchmal würde ich schon gerne meine Schuhe so ausziehen, vom innerlichen Gefühl. Ja. Ja, oder jetzt auf der Straße eher weniger, klar, weil das halt so dreckig, ne, durch die staubig und so vom Auto und von allem, die Abgase da runtergefallen, so auf die Art. Das ist jetzt eher weniger, aber so wirklich Gras und so, das, also auf dem Gras laufen, durch den Matsch laufen, so Sachen, das ist halt wirklich gut. Und auch beim Tanzen zum Beispiel, haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen. Ihr wollt ja auch immer barfuß in diesen Spitzenschuh oder ich wollte barfuß Ballett tanzen. Das sind halt auch irgendwo so Ecken und Kanten an mir. Weißt du so? Ja. Weißt du, ich musste mich ja dann auch an die Regeln halten, habe ich dann auch gemacht, aber für mich war das einfach, ich habe dieses Gefühl gebraucht. Weil wenn ich, weißt du so, wenn du jetzt ein Tendu machst, also dieses spitze Strecken, dann arbeitest du ja durch den Fuß und dieser Schuh lässt mich nicht richtig mit mir und meinem Körper arbeiten und mit dem Boden. Ich fühle das dann nicht so. Ja. Das war der Hintergrund eigentlich. Nicht mal, weil ich jetzt da was Besonderes sein wollte, aber einfach dieses Gefühl mit das zu, damit zu interagieren, weißt du, ach, das war halt, das habe ich halt einfach gebraucht, aber gut, ich musste die Schuhe anziehen. Aber so Barfußschuhe wären nichts für dich. Das gibt's ja auch, ne? Ja, aber die sehen nicht so gut aus. Nee. Also ich habe mir jetzt wirklich schon überlegt, welche zu kaufen, weil ich das geil finde. Aber dann laufe ich lieber so barfuß. Ja, also die sind ja so richtig mit so wie diese Zehensocken. So sind, glaube ich, auch die Schuhe gemacht. Also nee, die gibt's jetzt schon ein bisschen schöner, aber immer noch nicht geil. Also so. Nike ist es jetzt nicht, ne? Oder Puma. Ja, ich glaube, die Agi hat so Schuhe. Müsste man mal fragen, wie sich das für die so anfühlt. Ja, gefühlstechnisch bestimmt gut. Der André hat jetzt auch so Schuhe gekauft. Echt jetzt? Ja, und dem seine sind ganz schwarz. Deswegen, der hat wahrscheinlich neuere, weil da siehst du nur noch von unten diese Füße da, diese Zehen. Okay. Oben sieht er jetzt fast normal aus, aber an mir persönlich wird, also am André sieht es gut aus, also es gefällt mir an dem, aber mir persönlich, es wird einfach nicht zu mir und meinem Stil passen. Und was sagt er? Wie ist es so mit denen zu laufen? Ja. Okay. Krass. Ja, sind die dünner oder was? Spürt man nur den Boden mehr, oder? Ich weiß es nicht, ich hatte noch keine Ahnung. Ich auch nicht. Müsste man mal probieren. Also ich habe aber gesehen, Heidelberg zum Beispiel, glaube ich, gab es so einen Laden, wo es diese Schuhe gab. Oder das war ein Laden nur mit den Schuhen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Krass. Okay. Ja, so ist es halt. So viel zum Thema Spiritualität, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich notiere mir gleich mal die Idee, die wir jetzt gehabt haben, für die nächsten Themen. Aber Spiritualität, wollte ich auch noch sagen, ist auch meistens, finde ich, was auch so wieder was wie beim Glauben. Viele Dinge siehst du halt auch einfach nicht. Das stimmt. Und das ist halt vielleicht auch das, warum manche Leute sagen, ah, die spinnt. Oder so, das schon wieder, bleib mal fort damit. Weil sie können sich damit nicht, weil sie es vielleicht auch nicht sehen können. Ja, das stimmt. Ist ja wie mit Gott. Ich zum Beispiel sage, ja, nee, den sehe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, also das glaube ich halt einfach nicht. Und weil es für mich halt mit diesem Urknall für mich einfach eine logische Theorie ist, deswegen glaube ich da dran. Aber dass mir jetzt der Boden Energie gibt und so, das wird ja noch nie bewiesen, dass es nicht so ist. Das stimmt. Also man merkt es ja auch, dass Dinge Energie abgeben, oder? Ich weiß nicht. Also wenn ich so einen Stein habe oder keine Ahnung was, oder wie du sagst, der Boden, man merkt es doch, die Schwingung auch. Also ich weiß oder nicht. Wenn du ein neues iPhone auspackst. Ja. Da könnte ich wieder philosophieren.
bist jetzt dann so eiskalt und noch so frisch und dann tust du so abziehen. Jetzt kommen wieder meine Storys, wie ich die Sachen erkläre. Aber echt. Ja, nee, da würde ich sagen, es war wieder ein schöner Podcast, ne? Witzig, witzig. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören und sehen uns nächste Woche. Spendet.